Hallo und herzlich willkommen zu Let's Advent. Diesmal ist es die Tür Nummer 17 und diesmal habe ich was sehr, sehr Wichtiges zu sagen, nämlich über das Spiel The Elder Scrolls 5 Skyrim für die PS3. Ha. Ja, es ist sehr viel rumgeschrieben worden, also über diese über Bethesda Community. Also ich habe mich schon mal richtig sehr viel erkundigt gemacht von den Entwicklern, dass Dawnguard noch nicht für uns rauskommt, aber dafür, jetzt haltet euch fest, nämlich das zweite DLC von Skyrim für uns ab Mitte Januar rauskommen wird, nämlich Dragonborn. Ja, und da habe ich mir einen Let's Player mir angeschaut, ne, nämlich den Sirius. Und ja, da kann ich nur sagen, da bin ich wirklich rumgeflasht. Und ja, die Hauptquest, das war irgendwie ein bisschen zu kurz gewesen. Das hat er auch gesagt. Also ich kann bloß eins sagen, ich bin ein Erkunder. Also ich erkunde mich sehr tief und fest diese neue Welt von Morrowind. Und wir starten dort bei Sulzheim. Das ist ja auch so, das ist ja auch das Geilste. Also wir sind in der Nähe vom alten Morrowind. Wir sind zwar auf der kleinen Insel Sulzheim. Da sind neue Schreie, wie ich gesehen habe. Also wilden Beugen habe ich gesehen. Dann irgendwas mit Drachenform. Also Drachenform ist bestimmt sicherlich Drachenform ist bestimmt sicherlich wo man in der Haut von eine komplette Drachenhaut hat, bestimmt sicherlich. Das sieht bestimmt sicherlich cool aus. Das habe ich mir in den Trailer angeschaut. Und dann habe ich dort gesehen, dass man mit wilden Beugen kann man sogar einen Drachen, der versucht euch anzugreifen, euch anschreit, ihn anschreit. Das könnt ihr wahrscheinlich bestimmt sicherlich in Himmelsrand machen, also da wo einige sagen mal Ahnenblutspitze, Herbstwachturm, also da wo meistens die Drachen sind und so, wenn euch ein Drachen angreift, einfach den Willen beugen, dann bleibt er euch liegen und dann könnt ihr einfach auf dem Drachen reiten und dann könnt ihr irgendwo so mir nix dir nix irgendwo hinfliegen und dort Himmelsrand unsicher machen. Also das habe ich schon gesehen. Die neue Welt ist richtig schön gemacht worden. Sogar die neuen NPCs, also die Morrowind ist ja nur, besteht nur aus reinen Dunkelelfen. Beziehungsweise wenn ihr jetzt ein Charakter wird, wie zum Beispiel ein Dunkelelf, der ihr seid weit weg von Morrowind. Und ihr seht dann euer eigenes Heim, also Sulzheim. Und dann müsst ihr gegen den ersten Drachenblut kämpfen. Also er heißt Mirarak. Also Mirarak. Also das war auch irgendwie so ein Drachenpriester. Und ich schätze mal, dort bei Sulzheim, da könnten wahrscheinlich auch neue Drachenpriester Masken sein. Also Masken. Und beziehungsweise auch die Maske von Mirak auch und die komplette Rüstung von Mirak, also die sieht auch richtig nice aus. Es sei denn, ihr habt gute, sagen wir mal, Schmiedekunst geskillt, also so wie ich. Also mein Charakter ist zwischen, also er ist Magier mit Einhandwaffe kann er sich sehr gut auskennen, aber bloß das Schwierige daran ist, dass er ein bisschen bei der Schmiedekunst ist er schon 100%, aber da fehlt mir noch ein Skill, da laufe ich dann nur bloß mit Drachenrüstung rum. Aber die neuen Sachen, die ich mir dort angeschaut habe, wie zum Beispiel diese alten Nordrüstungen und sowas, oder ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber die sehen irgendwie richtig super aus. Kann man bestimmt nicht verzaubern.
Und dann gibt es bestimmt da sicherlich neue Verzauberungsbücher, neue Gegner, wie zum Beispiel die Werbären. Ja, Werbären. Oh Gott, jetzt, wenn ich nicht diese Werbären sehe, die werde ich sofort töten. Und dann natürlicherweise sehe ich dann noch sogar die anderen hier. Wie zum Beispiel, wenn man hier diese Schreine, also diese Steine, muss man für beugen. Also da taucht dann diese neuen Monster auf. Das sind solche Schleichermonster oder sowas. Warte mal, denen, das sind Sucher, die anderen sind diese ganz großen Schleicher. Die sehen aus wie so richtige, eklige Viecher, die man aus einer Detra-Welt kennt. Und da fragt sich, wo Sirius immer ist. Das ist eine Detra-Welt. Keine Welt, also keine Unterwelt, sondern oder keine Welt, wo man im Land der Untoten ist, also in Skudafen. Also wenn man jetzt in Skudafen und dann in den Land der Toten ist, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Ich schätze mal, oh, wie heißt denn das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, wie das heißt. Also definitiv, ich bin ein Nord, bin ein Gefährte. Spiele das schon seit Jahren, also seit Jahren schon Skyrim und warte nur bloß auf diesen DLC von von Dawnguard. Aber als ich das dann gemerkt habe, dass sie Dragonborn rausbringen wollen, dann da bin ich erstmal geflasht. Also erstmal geflasht, dass sie das machen. Und dann ich bin erstmal richtig zufrieden, dass mal endlich was, dass es endlich ein DLC für uns rauskommt, nämlich Dragonborn und wahrscheinlich auch Heartfire so als Bundle, also als Bundle. Aber ich werde da nun bloß als erstes, nun bloß, wenn ich diese Kultisten sehe, erstmal so ausschalte und dann so und dann den diese Kultisten Zettel mir anschaue und lese Merak. Also da sage ich nur bloß, oh mein Gott, jetzt geht's los. Auf zur neuen Welt. Aber da werde ich bestimmt sicherlich zum Hals der Welt mit Paternax reden, ob er mich dort hinfliegen kann oder so. Oder ich werde Angeier ansprechen. Ich habe einige Kontisten von Merak, mal sehen, was er weiß. Weil wir sind das letzte Drachenboot und er ist das erste Drachenboot. Da frage ich mich auch, wie ist das gewesen? Warum gibt es überhaupt, dass wir das letzte Drachenblut sind? Und wieso ist er der erste Drachenblut? Und das Geilste ist, wenn man ihn getötet hat, kriegt man drei Drachenseelen von ihm. Und wenn man das Buch öffnet, dann kann man neue Tabelle, also die neuen Talentpunkte benutzen. Und das ist auch richtig nice. Aber dafür verbraucht man nur eine Dra dafür verbraucht man eine Drachenseele. Also da muss man, also da ist es immer ratsam, die Talentpunkte, die man aufgeskillt hat, zu entfernen. Also lieber mit Bedacht angehen. So, genug gequatscht und ja, ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Ich wollte es ja euch ja gerade zeigen hier von Skyrim. Eine Karte ist mit dabei. Vista, die Anweisung, also Anleitung und die CD. Und ja, es gibt eine Cover. Also wer die PS3 hat, der hat bestimmt so ein Wendecover. Da steht ab 16. Und naja, ich glaube, das war's damit. Ich bin euer Eson87 und wir sehen uns beim nächsten Advent. Ich freue mich bestimmt Mitte Januar. Bis dann. Tschüss.